In diesem Video wird die neue Suchfunktion von Track of the Day erklärt. Viel Spaß! Bevor wir beginnen, legen wir unseren aktuellen Standort auf der Karte fest. Für dieses Beispiel wählen wir die Adresse Adenauerallee 1 in Bonn. Die Suche findet man am linken oberen Rand der Karte. Dort kann man allerlei Suchbegriffe eingeben. Klickt man auf das Symbol mit der kleinen Lupe oder drückt die Enter-Taste, wird der Suchbegriff an die Lokationsdienste von Microsoft Bing Maps geschickt. Diese Dienste kennen Orte, Straßen und Adressen. Tippt man im Suchfeld beispielsweise Bonn ein, liefern die Bing-Dienste 6 Treffer. Alle Treffer werden im neuen Fenster für die Suchergebnisse angezeigt. Dieses Fenster kann man mit der Pinnadel, die man oben rechts in der Titelzeile findet, fixieren. Ist das Fenster fixiert, kann man auf die Suchergebnisse klicken oder alternativ mit einem Stift oder Finger tippen. Die Karte wird dann bei der jeweiligen Location zentriert. Klickt man auf die kleine orangefarbene Geolocation, wird Google Street View für diesen Ort geöffnet und es wird nach Bildern gesucht. In unserem Beispiel sehen wir nun die Street View-Bilder des Bonner Hauptbahnhofs, sowie Bilder aus Los Angeles, Ohio und Düdingen in der Schweiz. Für Bonn in Südafrika und Australien gibt es keine Bilder, weil diese Treffer keine wirklichen Städte oder Dörfer sind. Anschließend richten wir das Street View Bild neu aus und erstellen einen neuen POI, dem wir den Namen Hauptbahnhof Bonn geben. Jetzt ändern wir den Suchbegriff von Bonn nach BON. Es werden nun viele weitere Treffer angezeigt. Alle grün markierten Treffer sind Lokationen, die von den Bing-Diensten geliefert wurden. Die mit einem orangefarbigen Balken markierten Treffer sind POIs, die in der lokalen Datenbank gefunden wurden. Nun ändern wir BON wieder in Bonn. Die Suche wird erneut ausgeführt und das Suchergebnis aktualisiert. Es werden nun 7 Treffer angezeigt, wovon der letzte Treffer der POI zum Bonner Hauptbahnhof ist, der in der lokalen Datenbank gefunden wurde. Schauen wir uns das Suchergebnis etwas genauer an. Alle Treffer haben am rechten Rand jeweils 4 Buttons. Mit einem Klick auf den linken Button, der das Symbol eines gehenden Mannes zeigt, wird eine neue Route an diesem Ort gestartet, falls keine Route selektiert ist. Ist bereits eine Route selektiert, wird der Treffer aus dem Suchergebnis am Anfang der selektierten Route eingeschoben. Wie das funktioniert, sehen wir jetzt. Klickt man auf das ausgefüllte Symbol des gehenden Mannes, wird eine neue Route vom aktuellen Standort, der Home Location, zum Treffer aus dem Suchergebnis erstellt. Ist eine Route mit mindestens 2 Routenpunkten selektiert, kann man einen Treffer aus dem Suchergebnis in die Route einfügen. Die Symbole mit den kleinen Männchen bezeichnen wir in der Folge als Route von hier und Route hierhin. Die schräg gestellte Pinnadel nennen wir im weiteren Verlauf einen Stopp. Kommen wir zu einem Beispiel. Ich lösche alle Routen, suche nach Adenauerallee 1 in Bonn und klicke auf den Button Route von hier.
Als nächstes tippe ich den Ortsnamen Rheinbach. Es gibt genau einen Treffer und ich klicke auf Route hierhin. Es geht weiter, wir verlängern nun die Route bis nach Bitburg. Dann fügen wir unserer Route der Reihe nach die Orte Bad Münstereifel und Adenau als Stopps hinzu. Nun suche ich nach dem Begriff Nürburgring und erhalte kein Suchergebnis. Woran liegt das? Eingangs habe ich erklärt, dass die verwendeten Bing-Lokationsdienste nur Adressen oder die Namen von Städten und Dörfern liefern können. Der Nürburgring ist aber eine Rennstrecke in der Eifel, weshalb das Suchergebnis leer bleibt. Statt nach Orten müssen wir also nach POIs suchen. Um eine POI-Suche zu starten, klicken wir auf das Google Maps-Icon rechts oben im Fenster mit den Suchergebnissen. Es wird nun die Google Maps-Webseite geöffnet. Im Suchfeld ist bereits Nürburgring voreingestellt und es gibt auch schon zwei Treffer. Wir suchen einen der Treffer aus und erstellen daraus einen POI. Danach schließen wir Google Maps und suchen erneut nach Nürburgring. Jetzt wird der neue POI aus der lokalen Datenbank angezeigt und kann in die Route integriert werden. Weil die Reihenfolge der Treffer nicht ganz passend ist, öffnen wir den Routeneditor und korrigieren die Route so, wie es uns gefällt. Weil wir am Nürburgring nicht wirklich halten, sondern nur die Umgebung genießen wollen, löschen wir die Pause, die automatisch entstanden ist, weil wir der Route einen POI hinzugefügt haben. Ist das Auto-Shopping aktiv, wird aus jedem POI, der in eine Route integriert wird, automatisch ein Via-Punkt mit einer voreingestellten Pause von 5 Minuten. Löscht man diese Pause, wird aus dem roten Punkt automatisch ein Shopping-Punkt. Nun suchen wir mit Google Maps in der Umgebung von Bitburg nach einer Location, die wir am in der Mittagszeit besuchen könnten. Für dieses Beispiel wähle ich den Wild- und Erlebnispark beim Örtchen Daun aus. Um zu zeigen, wie ich diesen Ort direkt in die Route integrieren kann, klicke ich in der Titelzeile des Google Maps Fensters auf das Symbol mit der schräg gestellten Pinnnadel, unser Stoppsymbol. Der Tierpark wird nun in die Route integriert. Um die Planung rund zu machen, öffnen wir die Route im Routeneditor. Den Wegpunkt beim Tierpark benennen wir um und konfigurieren eine Pause von 2 Stunden. Für den Heimweg verlängern wir die Route über Cochem und Neuwied bis zurück zum Ausgangspunkt. Dann stellen wir den Tag und die Zeit ein, zu der wir starten wollen und berechnen die Route neu. Wir öffnen die Infozeile der Route und sehen, dass wir am Nachmittag wieder in Bonn sein könnten. Eigentlich wäre unterwegs noch Zeit für ein nettes Abendessen. Von Freunden haben wir gehört,
dass es in der Nähe von Neuwied ein Gasthaus gibt, an dessen Namen wird aber nicht so genau erinnern. Es war irgendwas mit Brombeeren, nur was? Wir fokussieren die Karte auf den Ort, Neuwied, und öffnen Google Maps. Dort geben wir Brombeer ein und tatsächlich findet Google einen Treffer, die Brombeerschenke. Wir erstellen einen POI und fügen ihn in die Route ein. Beim zugehörigen Wegpunkt planen wir eine Pause von 2 Stunden ein. In der Routeninfo sehen wir, dass wir voraussichtlich um 19 Uhr am Abend wieder in Bonn sind. Im Routeneditor sehen wir, wann wir beim Lokal eintreffen könnten. Wir rufen kurz bei der Brombeerschenke an und reservieren einen Tisch für den frühen Abend. Zuletzt schließen wir unseren neuen BMW Connected Rider Navigator via USB-Kabel an unseren Computer an und exportieren die geplante Route auf den Navigator. Vor dem Export stellen wir ein, dass die Route auch als Track exportiert werden soll. Dieser Track soll automatisch bei den Via-Punkten aufgeteilt werden. Unsere Route enthält 2 Via-Punkte beim Tierpark und bei der Brombeerschenke. Daher erhalten wir 3 Tracks. Track 1 führt uns von Bonn vorbei am Nürburgring zum Tierpark. Track 2 leitet uns weiter zur Brombeerschenke und Track 3 ist der Heimweg entlang des Rheins nach Bonn. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Wenn du diesen Kanal abonnierst und auf die kleine Glocke klickst, wirst du künftig automatisch benachrichtigt, sobald es ein neues Tutorial zu Track of the Day gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.